Hallo, heute ein wirklich schnelles Video zu einer total schnellen und einfachen Übung. Hierbei braucht ihr nichts aufbauen. Ihr müsst nur ein Mindestziel festsetzen und ein Maximumziel bzw. eine Mindest- und eine Maximaldistanz. Es geht darum, quasi die einzelnen Körperbewegungen des Golfschwungs miteinander sauber zu synchronisieren und das mit verschiedenen Rhythmen. Das heißt, es ist quasi eine Art Rhythmustraining. Und gleichzeitig ein Training, bei der ihr das Koordinieren der einzelnen Grundbewegungen super geil schult. Die Aufgabe klingt einfacher, als sie ist. Denn das Ziel ist es jetzt gleich, mit meinem Gap Wedge, die Distanz habe ich für meinen Gap Wedge gewählt, mindestens 50 Meter, maximal 110 Meter weit zu schlagen. Allerdings muss ich immer mit einem vollen Schwung arbeiten. Ich muss also das Timing und den Rhythmus, obwohl ich einen vollen Schwung ausführe, anpassen und so lerne ich die intramuskuläre Koordination deutlich zu verbessern und ein Gefühl für Schwungrhythmus zu bekommen. Also, ich muss immer volle Schwünge machen, allerdings erstmal groß, allerdings ruhig und dann immer schneller bzw. immer mehr meinem normalen Tempo angepasst. Ich hoffe, der Heli stört euch nicht. Ich nehme euch mal mit in die Runde. Schlag 1, gute 60 Meter. Schlag 2, 70. Ah, der war wieder ein bisschen weiter. Schlag 3. Schlag 4. Und wir bleiben jetzt noch ungefähr 10 Meter für den letzten Schlag. Aber langsam wird es ein bisschen laut. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Lasst den Heli kurz starten und kommt gleich wieder. So, entschuldigt den Lärm. Weiter geht's. Ich habe mir jetzt noch 10 Meter übrig gelassen. Bis zum 100-Meter-Schild. Also vielleicht schaffe ich noch zwei Bälle in dem Bereich. Letzte war schon ein bisschen dünn und ein bisschen unglücklich, aber so ist es bei dem Spiel. Also, nochmal vor die 100. Ich gebe zu, er war zu kurz. Der davor war einfach ein Hauch länger. Aber ich habe jetzt mal eine Startbenchmark in Anführungsstrichen, die ich sicherlich deutlich verbessern kann. Aber es ist ein schönes Spiel und ihr könnt das mit jedem Schläger machen. Klar, mit einem Eisen 7 setze ich mir eine größere Mindestdistanz und eine größere Maximaldistanz. Mit einem Driver könnte ich es auch machen. Aber auch da größere Mindest, größere Maximaldistanz. Man kann das gleichzeitig oder man kann gleichzeitig den Druck noch deutlich steigern, wenn ihr das mit euren guten Freunden macht, mit denen ihr normalerweise auf dem Golfplatz zockt, könnt ihr auch auf der Driving Range zocken. Gebt euch
gegenseitig einen Schläger vor, einen gewissen Zielbereich und spielt abwechselnd. Ihr müsst immer peu à peu länger werden. Ihr werdet sehen, es ist eine tolle Übung, um wirklich die einzelnen Grundbewegungen des Golfschwungs sauber miteinander zu koordinieren und das auch noch in unterschiedlichen Rhythmen. Das macht euer Spiel besser, auch wenn ihr im ersten Moment denkt, ich schlage es auch sowieso immer mit dem gleichen Schwung. Aber die intramuskuläre Koordination schult ihr unheimlich mit dieser Art von Übung. Probiert's aus. Es ist ein kleines, schönes Spielchen, das man zum Abschluss einer Range-Session im Zweifel mit seinen Freunden mal durchgehen kann. Viel Spaß dabei.